Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu Deus Ex Mankind Divided. Der letzte Part war in sich eigentlich ziemlich beschissen. Deswegen tut es mir auch leid, euch 48 Stunden lang damit alleingelassen zu haben. Wir haben nichts erreicht. Wir haben in sämtlichen Nebenmissionen, die wir angegangen haben, gemerkt, geht nicht. Und als wir dann eine andere angehen wollten, ging die irgendwie auch nicht. Und in genau der bewegen wir uns hier gerade noch. Wir wollen eigentlich die Urheber dieses komischen Internetradios finden, die einen Hacker haben, der scheinbar weiß, wo sich das TF-29 befindet, was eine streng klassifizierte Information ist. Das heißt, sowas darf es eigentlich nicht geben. Und hier sind wir das letzte Mal irgendwie stehen geblieben. So, und endlich haben wir es mal geschafft. Also, jetzt machen wir uns mal mit Konzentration auf dem Weg irgendwo hin, wo wir vielleicht irgendwas finden. Ja, hallo, und? Ich werde niemandem sagen, was ich weiß. Das würde mir ohnehin niemand glauben. Echt jetzt? Ist das so krass? So irgendwie, Jesus war eine Frau, oder? Ich frag mal lieber nicht. Okay, vorsichtig. Mal in die andere Richtung. Da oben sieht nämlich aus, als wäre da noch ordentlich was. Bloß nicht runterfallen. So. Was haben wir jetzt hier Schönes? Auf Anhieb absolut gar nichts. Oh, aber da geht's lang. Okay, das ist ein guter Anfang. Da fühle ich mich wohl. Nur, wo werden wir hier hinkommen? Werden wir unseren Weg finden? Werden wir jemals irgendetwas finden? Geht's hier rüber? Ja, hier geht's rüber. Ist das hier? Oh! Wir stellen die richtigen Fragen, haben aber noch keinen Schluss. Du hast gesagt, das Ding ist eine Strohfirma für eine Strohfirma. Was meinst du? Okay, die unterhalten sich über irgendwas. Samistad. Achtung Leute, ich habe unsere Computer wie gewünscht von dieser Todesfalle von einem Generator abgestöpselt. Unser Netzwerk ist sicher. Nichtsdestotrotz nutze ich diese Energiequelle für einige unserer Geräte auch weiterhin. Bitte fasst ihn nicht an. Ich habe die Kaffeemaschine gerade zum Laufen gebracht. Bones. Ich bin so. Immer noch für die Mondbasis. Ich habe ihn angefasst. Ah. Ja, eigentlich sind wir ja in keinem Sperrbereich. Eigentlich sollten die uns hier auch nicht angehen, wenn wir uns jetzt zeigen. Nein, absolut nicht. Tief durchatmen, Leute. Lasst uns kurz darüber nachdenken, wer wir sind, was wir hier erreichen wollen. Jo, wer seid ihr denn und was wollt ihr denn erreichen? Nicht schießen! Wir sind Scheiße. Journalisten! Wer hat bloß diesen Agenten eingeladen? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Warum sind Sie hier? Geht es um die Dubai-Story? Den Artikel über die Mondbasis? Die Klone? Die Klone in der Mondbasis? Wer schickt sie? Ich will zu Samistad. Sind Sie der Chef? Das kann man so nicht sagen, Mann. Niemand besitzt oder diktiert die Wahrheit. Informationsfreiheit ist ein kollektives Recht und eine kollektive Verantwortung. Aber wenn Sie jemandem die Nase brechen müssen, nehmen Sie meine. Okay. Ich breche hier gar nichts. Ich brauche nur Ihre Kooperation. Ich habe lange in einer Kommune gelebt. Kooperation kann ich. Oh gut, es geht um eine Geschichte, die Sie gerade recherchieren. Sie macht einige Leute nervös. Was wissen Sie über Praha Dovas? Die kleine Importfirma? Ich weiß, dass da im Keller nicht bloß Kisten stehen. Agenten gehen ein und aus. Der Laden ist ein Vorhang. Der erste von vielen. Und hinter allen sitzen Sie. Stimmt's oder habe ich recht? Das ist eine Sackgasse. Ja. Leute wie Sie kommen immer wegen einer Sackgasse zu uns. Gut. Nehmen wir an, dass dort schon andere Leute aktiv sind. Wenn Sie jetzt zu viel Lärm veranstalten, könnten dadurch größere Enthüllungen zunichte gemacht werden. Verstehen Sie das? Sind wir jetzt etwa Kollegen? Ihr Men in Black-Typen? Ihr geht rein zu Peikes, verpasst der Redaktion Maulkorb und alle kuschen. Aber hier läuft das nicht. Eines Tages lässt sie jemand hochgehen. Wenn nicht ich, dann jemand anders.
Samizdat ist nicht nur eine Stimme. Ka ist nicht nur ein Mann. Was haben Sie mit Ka ist nicht nur ein Mann gemeint? Ka ist ein Ideal. Der nicht greifbare Kopf eines realen Widerstands. Sie können mich töten, aber dann wird Little Ka zu Ka. Wenn Sie Little Ka töten, wird Bones da drüben Ka. Es gibt immer einen Ka. Und wenn ich Bones töte? Bones kann man nicht töten. Er ist nicht real. Er war einer von Ihnen und sollte der Prinz von Belgien werden. Aber dann knackte er seine Konditionierung. Wir haben ihn völlig verwirrt bei einem Kult gefunden und mit der Wahrheit umprogrammiert. Ist klar. Angenommen, ich muss einen Deal mit Samizdat machen. Mit wem muss ich dann reden? Kommt auf den Deal an. Es wird immer einen Redakteur geben, der über die veröffentlichten Inhalte entscheidet. Das wäre dann ich. Sie könnten also dafür sorgen, dass über etwas nicht geredet wird. Kommt auf den Deal an. Sie müssen Praha Dovos in Ruhe lassen, aber nicht aus den Gründen, die Sie vermuten. Ich verstehe schon, auch wenn Sie das nicht glauben. Sie müssen Ihre Bosse von der Rüstungsindustrie beruhigen. Wir kennen das. Ich bin nicht das, was Sie glauben. Diese Leute, die die Medien manipulieren und Dinge vertuschen, die sind auch für mich der Feind. Der Feind ist immer derjenige, der die Wahrheit versteckt. Und genau das verlangen Sie von mir. So zu tun, als hätte diese kleine Importfirma nichts zu verbergen. Ich verlange, dass Sie den Unterschied zwischen Verschwörung und Diskretion erkennen. Zwischen Leuten, die Informationen für eigene Zwecke zurückhalten und Leuten, die unerkannt bleiben müssen, um operieren zu können. Sie sollten das verstehen. Okay. Okay, Sie machen einen ganz vernünftigen Eindruck und haben mir noch keine verpasst. Das finde ich erfrischend. Wir werden Praha Dovos vergessen und Ihnen aus dem Weg gehen. Solange Sie uns etwas Besseres liefern. Was schlagen Sie vor? Das Einzige, was ich mehr hasse als Geheimorganisationen, sind zahnlose Medienkonzerne, die niemanden zur Verantwortung ziehen und nur Lügen verbreiten. Mein Vorschlag lautet, es gibt Läden, in die meine Leute nicht reinkommen. Also machen Sie das und holen mir schmutzige Wäsche über den wahren Feind, Pikes. Dann schweige ich über alles, was Sie wollen. Und vielleicht erfahren Sie dabei sogar was. Tja, überzeugen? Sie vergessen für den Moment alles, was Sie über Praha Dovos wissen. Nur so können Sie Ihre Ideale schützen. Klar, denn durch das Verbergen von Informationen informiert man die Leute ja bekanntlich am besten. Halten Sie mich für so dumm? Schlagen Sie mal das Wort Transparenz nach. Die Leute haben ein Recht auf Informationen, was es auch kostet. Okay, also. Eindeutiger Beta. Okay, aber es gibt einen Unterschied zwischen Spekulation und Fakten. Ich wette, dass Sie im Moment nichts Handfestes haben. Sie wissen nicht, wer ich bin, welche Rolle ich spiele und was wirklich vor sich geht. Warten Sie auf Fakten, bevor Sie falsche Informationen streuen. Bevor Ihretwegen Menschen sterben. Okay, vielleicht habe ich nicht alle Fakten, aber ich weiß, dass dort etwas vor sich geht. Sonst wären Sie nicht hier. Und darum muss man immer weiter graben. Die echte Wahrheit ist ein verdammt seltener Vogel, Mann. Und wenn du zu langsam oder zu vorsichtig bist, fliegt sie weg. Wenn die Wahrheit sich zeigt, schlage ich sofort zu. So hart wie möglich. Um jeden Preis? Wirklich? Sie wollen doch besser sein als Pikes. Und was macht Pikes? Sie verängstigen die Menschen. Sie sehen nur die Sensation. Sie manipulieren. Also müssen Sie objektiv sein. Sie müssen die Wahrheit berichten. Und wenn Sie Praha Dovos jetzt anprangern, ist das gefährlich für mich und nutzlos für die Öffentlichkeit. Warten Sie den richtigen Zeitpunkt ab. Okay, schon klar. Ich will investigativen Journalismus nicht im Weg stehen. Manchmal ist man zu schnell und die Story fliegt weg, bevor man sie gesehen hat. So arbeiten wir hier nicht. Lassen Sie hochgehen, was immer Sie wollen. Und wir lassen Praha Dovos in Ruhe. Erstmal. Sie treffen die richtige Entscheidung. Das werden wir sehen. Wir könnten Ihre Hilfe trotzdem gut gebrauchen. Hier unten hat journalistische Integrität noch immer eine Bedeutung. Und deshalb sollten Sie uns helfen. Sie sind unsere beste Chance, den Massenmedien mal richtig weh zu tun.
Also gut, was wollen Sie über Pikes wissen? Ich will Leichen. Für die Unternehmen wie Pikes extra nach Prag kommen, um sie dort im Keller abzulegen. Unternehmensarchiv. Unternehmensarchiv? Sie sagen, ich soll in eine Bank einbrechen? Ich rede nicht von Tresoren. Ashani Telva, Präsidentin der Palisade Bank. Sie setzt ihre Kunden mit Informationen unter Druck. Sie hat doch etwas über Pikes. Ich weiß das. Komm aber nicht dran. Sie könnten in Ihrem Büro einen Beweis dafür suchen, wie skrupellos Pikes ist. Und dass Sie auf die Wahrheit scheißen. Im Gegenzug verlege ich jede Akte, die Sie wollen. Wir werden sehen. Cheng, sind Sie da? Was haben Sie für mich? Samistad ist vom Tisch. Niemand wird in nächster Zeit irgendwas über uns lesen. Ich bestelle die Spedition ab. Wie haben Sie es gemacht? Wir haben diskutiert. Und Sie werden uns keinen Ärger mehr machen. Diskutiert? Mit den Verschwörungsspinnern? Ich weiß, was ich tue. Ja, wir wissen tatsächlich, was wir tun. Und Kinder, wir haben einen neuen Praxis Point bekommen. Gucken wir mal, was wir damit kriegen. Vielleicht können wir ja doch das Sprung-Upgrade direkt kaufen und müssen nicht erst die kräftigen Beine holen. Ah, nee, leider nicht. Leider nicht. Verbesserte Ausdauer, Stärke, Stabilität. Zusätzliche Funktionen wie optimierte Sprungweite, erhöhte Sprintgeschwindigkeit und lautlose Bewegung werden verfügbar. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Ich meine, gut, aber wenn wir sie brauchen, müssen wir den Anfang machen, ne? Es hilft ja nichts. Was brauchen wir noch? Wir brauchen unsere Sicht. Ich glaube, ich nehme trotzdem erstmal die Sicht. Obwohl wir auch ohne die gut klargekommen sind, ne? Wir nehmen sie trotzdem. Und wisst ihr, was wir damit dann trotzdem versuchen? Finde Ziele, Roboter, Geräte durch Wände oder andere Festkörper. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Da freue ich mich, da haben wir unsere Praxispunkte gut eingesetzt. Ich habe endlich meinen Kontakt im Gewerbeamt erreicht. Ich finde auch, dass das hier alles einen sehr guten Verlauf genommen hat. Und in allererster Linie freut es mich am meisten, dass wir hier überhaupt... Mein Gott, wenn hier immer so viele Sachen gleichzeitig passieren. Tracker-Software nehmen wir mit. So, macht's gut, ihr Loser. Und seht ihr, hier ist zum Beispiel schon irgendwie... Boah, diese Hänger, krass. Oh. Tatsächlich, Mann. Es ist doch der große Raum hier dahinter. Ich muss mir angewöhnen, mehr große Gegenstände zur Seite zu räumen. Um, um Routen zu finden. Ich muss es mir angewöhnen. Wisst ihr, was ich mir jetzt erhoffe? Bevor wir diese nächste Nebenmission aufsuchen, von der er gesprochen hat, mit der Palisade Bank. Zum einen waren wir ja, glaube ich, sogar schon in der Wohnung von der. Wir haben ja gerade einen E-Mail-Verlauf gelesen, wo es um die Palisade ging. Zum anderen... Na, genau. Zum anderen erhoffe ich mir von unserem neuen Augment, dass wir in der Wohnung des Neon-Schnüfflers vielleicht jetzt den Schalter für diese geheime Tür finden. Ist das ein Plan? Das ist ein Plan. Liebe Kinder, deswegen markieren wir dieses jetzt auch. Die nächste Nebenmission ist nämlich auch ziemlich weit weg. Dann gehen wir lieber zu einer, die näher dran ist. So. Okay. Und wenn das jetzt nichts hilft, dann kümmern wir uns weiter um die Nebenmission. Ich finde es übrigens super, sich um Nebenmissionen zu kümmern. Falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Deswegen betone ich sie nur wieder mal. Aber seid doch mal ehrlich. Es gibt doch der Welt so viel mehr Charakter, so viel mehr Dreidimensionalität, wenn wir uns solche Nebengeschichten angucken. Denn diese Nebengeschichten zeichnen ja das große Gesamtbild. Das finde ich wahnsinnig wertvoll. Besser als wenn wir nur so eine Hauptmission hätten, wo wir von A nach B gehen und das ist immer, das zeigt immer nur einen sehr eingeengten Korridor, sag ich mal. Okay. Wir sind in der Wohnung. Ich traue mich ja gar nicht zu probieren. Ja, guck mal, was hier ist. Und ich habe mir das letzte Mal noch gedacht, es wird doch nicht die Spraydose im Knopf sein, aber nee. Oh, man. Und hier ist ein Safe und ein Lüftungsschacht. Wo wird der wohl hinführen? Dahin, wo wir nicht hochspringen konnten. Genau, das war's. Okay, Zeit den Safe aufzumachen. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Oh, Stufe 4. Vielleicht hilft's ja mal zu nuken. Hm.
Oh, wir haben sogar noch was zum Stealthen oder was? Alter, das ist ganz schön viel Holz hier. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Zugriff verweigert. Alter Schwede, das Ding ist ein Hammer. Puh, haben wir noch einen Stoppwurm? Oder kann ich vielleicht hier irgendwo doch noch einen Code für irgendwas finden? Für irgendwas? Nee, ne? Müssen wir so versuchen. Okay, das kriegen wir schon hin. Ist kein Thema. Warten wir mal den Lockdown ab. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Zugriff gewährt. Zwei Stoppwürmer gebraucht, um es zu schaffen. Zwei Stoppwürmer, leck mich am Arsch. Dafür haben wir das Terminal freigeschaltet und hier drin sind jetzt wichtige Sachen. Multitool, Credit Chips und ein wichtiger PDA, den wir natürlich sofort lesen, der uns aber nicht angezeigt wird. Ah doch, jetzt. So, Cygnus, Neon-Labor-Codes. Kleine Planänderung, Cygnus. Es wird zu schwierig für mich, Neon aus dem Labor zu schmuggeln. Die Wachen der Dwellers verdächtigen mich schon. Wir müssen unsere Vorgehensweise ändern. Das Labor befindet sich unter dem Zellen Apartment Komplex. Such die Generatoren, dann findest du auch das Labor. Du musst durch zwei Türen. Der Code für beide Türen ist 0311. Klingt einfach, oder? Tja, dummerweise haben sie inzwischen die Türen ein Geschütz installiert. Sieh dir das Ganze mal an, wenn du Zeit hast, und melde dich bei mir. Oh wow, ein Geschütz zwischen zwei Türen? Das ist ja hässlich. 22 Meter entfernt bloß. Ach so, nee, das ist der Ausgang. Okay, wir haben es geschafft, Kinder. Kurzer Speicherer. Wow, und wie wir durch unsere Stoppwürmer reißen, als wäre es... Was, durch was reißt man? Lassen Sie Papier? Es mich bitte wissen. Okay. Ah ja. Wir müssen also... Ist das hier der U-Bahn-Komplex? Nee, ne? Doch, tatsächlich. Ein neuer Stadtteil. Machen wir das jetzt wegen der Nebenmission? Haben wir hier in dem Bezirk noch eine Hauptmission? Nee, ne? Ich glaube, wir müssen auch für die Hauptmission woanders hin. Habe ich lange nicht mehr geguckt. Wie viele Hauptmissionen haben wir eigentlich derzeit? Huch, falsch. Eine, okay. Nach Uchitska reisen. Ja gut, ne, dann machen wir das mit dem Neon jetzt auch mal zu Ende. Wir müssen ja auch mal eine Nebenmission zu Ende bringen. Polizeipräsident? Nee. Okay, dann verreisen wir halt. Den Bereich verlassen. Yep. Wir sind schon da. Das ging schneller als beim letzten Mal. Ist nicht so weit weg, hm? Hallöchen. Riecht nach Polizei. Nee, ich bin ja kein Polizist. Ha! Was? Ach so. Nee, warte mal, hä? Ach nee, hier runter müssen wir. Zum Chuck-Peck-Brunnen. Ursprung aller Farben. Heißt so unser... Ursprung aller Farben, so heißt unsere Mission. Wir müssen also da runter. Okay. Leute, da müssen noch Performance-Patches kommen, dass es knallt. Oder lädt das Spiel in diesen Ladezeiten ja irgendwie die Gebiete erst runter? Ist deswegen die Downloadgröße so vergleichsweise klein gewesen? Wer weiß es? Ist euch schon mal aufgefallen, dass kein anderer Augmentierter in diesem Spiel,
keiner von nirgendwo diese Sonnenbrillen in seine Augen augmentiert hat. Nur wir. Ist das nicht toll? Wenn man so individuell ist, wisst ihr? Wenn man sagen kann, ich bin anders. Ich esse meine Frühstücksflocken mit Orangensaft anstatt mit Milch. Ich esse mein Rindersteak durch. Ich drehe meine Unterhosen immer auf links, bevor ich sie anziehe. Ich habe die Fahrt beendet. Okay, jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend. Ein neuer Stadtteil, den wir noch nicht kennen. Wahrscheinlich werden wir hier jetzt an allen Ecken und Enden vermöbelt. Wir kümmern uns jetzt hier auch nicht um Seitengänge. Ich denke, wir werden nämlich auch im Verlauf der Hauptstory hier nochmal herkommen. Und dann können wir uns hier immer noch in Ruhe und gucken. Wir wollen mal ein bisschen fokussiert bleiben. Löchen. Papiere, prosim. Das wird langsam echt lästig. Chwilku strpení, prosím. Skenuju. Co pak tady máme? OK. Žádný problémy? Tak jo, Augu. Můžeš jít dál. Ich meine, es ist ja auf der einen Seite nice für die Stimmung und die Atmosphäre, dass diese Kontrollen stattfinden. Aber was bringt's, wenn... Ach, das ist das erste Gebiet wieder hier, ne? Ja! Was bringt's, wenn wir nie auch mal irgendwo aufgehalten werden? Wenn tatsächlich mal einer sagt, nee, hier geht's nicht weiter und jetzt hast du ein Problem und dann öffnet sich eine neue Questreihe mit, es ist ziemlich keine Ahnung, in einem Gefängnis oder... Ganz ruhig. Kommt alles komisch. Okay, Gullideckel. Wir müssen also in den Untergrund und wieder suchen, ohne dass wir eine Markierung haben. Sehr schön, das mache ich am allerliebsten. Was soll das heißen? Er wird manipuliert. Ich weiß nicht genau, aber er wurde in der Kanalisation gesehen und folgte der Stimme eines Mannes. Ein Kult oder sowas? Ich habe von einem wieder aufgeblieben. Okay, diesmal kriegen wir wenigstens eine Markierung. Das mit dem Strom da ist ungeil, aber da wäre ja schon alles, um es abzuschalten. Aber machen wir jetzt einfach mal nicht. Wir machen es einfach mal nicht. Klettern mal hier runter. Bitte nicht Stufe 4, bitte nicht Stufe 4, bitte, 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 bitte Stufe 5. Ach, naha. 0311. So. Und hier dazwischen ist jetzt irgendwo ein Geschütz. Ach ja, okay, aber das kriegen wir hin. Wieso zeigt der mir nicht... Ach so, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Mie! Huh! Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Okay, Alter. Zwei Knotenpunkte? Nee, einer, ne? So und so. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Bam, 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 bam. Yes! So, jetzt schalten wir das Ding erstmal aus. Für diese Option ist Geschützkontrolle erforderlich. Ach, nee. Okay. Aber hier sind wir ja eh im Totenwinkel von dem Ding. Alles ist gut. Hier hoch. Ach, das ist ja eine Treppe hier. Sorry, es ist manchmal sehr dunkel in diesem Spiel. Da sieht man hin und wieder oben, was nicht. So, wo ist die zweite Tür? Hier ist die zweite Tür. 0311. Okay. Und hier ist jetzt irgendwo... Alter. Irgendeine komische Nummer. Das schicke ich besser ins Labor. Oh, oh. Nein! Bei mir ist alles ich gut Idiot. Und sicher. Geh später mit einem Team durch die Tunnel.
Okay, der hier unten könnte ein Opfer sein, aber was wir könnten denkst du, auch was ein Problem ist? Wir müssen was? Auf die Beine bringen. Mann, scheiß drauf! War ja nicht gerade noch eine Schachttür? Okay. Der Part hat noch 5 Minuten. Schauen wir mal, wie weit der Speicherpunkt weg war. Warum speichere ich so selten? Wieso tue ich das nur? Warum kann ich nicht speichern? Aber geil. Ich glaube, hier kommen wir. Hier ist so viel Wache und so. Ich glaube, hier sind wir tatsächlich beim Abschluss der Mission. Oh, nee. Oh, nee. Okay, wir sehen uns gleich, wenn ich wieder da bin. Okay, also, da sind wir wieder. Ich habe jetzt mal meinen Röntgenblick sozusagen auf einen anderen Knopf gelegt. Und jetzt gucken wir uns mal in Ruhe um, wo wir hier Möglichkeiten haben. Alles gut. Kein einziger Grund zur Sorge. Gleich mal Energieauffüllung benutzen. Mach dich bereit, die Chemiker rauszuführen. Was für Chemiker? Was könnte das sein? Ich komme mit. Hier kommt keiner mit. Sieh mich verlocken, mal das Leben zu machen. Ich habe keinen Chemiker gesehen, der Ware stehlen wollte. Ich klappe jetzt. Ist ja unglaublich. So. Hier läuft irgendeine komische Nummer. Behalte sie im Auge. Oh. Sie benehmen sich komisch. Kommst du zu mir? Oder habe ich meine... Oh, da hinten ist ja eine Kamera. Das ist doof. Und da komme ich nicht einfach so hoch. Ich glaube, ich investiere meinen Anteil. Kauf mir in Carpeck ein paar Immobilien. Jetzt komm halt mal erstmal her zu mir, bevor du Immobilien kaufst. Das ist ja schlimm. Ich hätte was zu essen mitnehmen sollen. Ich hab Hunger. Was zum Teufel putzt Zorn da? Das könnte ein Teilabdruck sein. Wie halten sich die Reaktoren? Vor einer halben Stunde waren die Druckventile. Ich hab die ganze Operation im Blick. Wir sollten die Produktion runterfahren und sie testen. Haben sie im Auge. Wieso testen? Die Leute lieben. Die halten sich endlich für zu schlau. Labor. Okay. Wundert mich ein wenig, dass dieser Arzt weiter für uns arbeitet. Wer ist eigentlich dieser Chernobyl? Das könnte ein Teilabdruck sein. Ein Wort! Damit kriegst du ein Wort! Bevor wir über den Umzug zwischenfall reden. Wir sollten den Chemikern folgen, wenn sie gehen. Komm mal her, das Radio ist aus. Das solltest du dir mal ansehen. Boom. So, wir schlafen. Kann ich den ausräumen? Ich sehe doch alle nichts mithaben, ist ja unglaublich. Ah, Security. Geld. Und eine Waffe, die ich nicht will. Okay, hacken wir. Hier ist ja... Boah, Alter, ey. Perfekt. So, Kameras. Können wir erstmal ausschalten. Ausschalten. Geschütze. Können wir nicht. Maxrim Lasers. Können wir einschalten, ausschalten? Laser ein. Laser aus. Wieso sehen wir nichts? Das ist ja doof. Alarm. Alarm auslösen, Alarmtafeln abschalten. Okay. Wir könnten quasi Alarm auslösen bewusst. Warum sollten wir das tun? Das ist ja mal eine interessante Vorgehensweise.
Okay, aber wir gucken jetzt erstmal. Ich habe ja gesehen, dass man von oben in dieses Dings reinkommt. Okay, gut für uns ist erstmal, dass die ganzen Kameras aus sind. Das schicke ich besser ins Labor. Oh, Steuerung. Genau, komm mal her zu mir hier. Oder auch nicht. Puh. Ah, so ist das schön. So. Irgendwann. Ein MP-Gerät? Diese verdammte Stadt mir. Wir müssen später. Okay, ich bin schon weg. Unterbrecher? Sollte man den mal benutzen so? Nicht ganz so pazifistisch, wie wir das gerne hätten, ne? Okay, jetzt hat aber irgendwas gespeichert. Sind die doch jetzt alle tot? Gibt es hier vielleicht einen Alternativzugang zu diesem? Okay, da sitzt einer drin. Schon mal ein guter Anfang. Der ist aber anscheinend kein Angreifer. Warum greifen Sie uns an? Was hat Neon Ihnen getan? Tun Sie nicht so überrascht. Ich weiß, was Ihr Produkt mit Optis macht. Neon musste Aufmerksamkeit erregen. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Das hier ist ein Privatlabor. Sie dürften gar nicht hier sein. Warum sollte ich nicht sofort Alarm auslösen? Zunächst einmal, weil ich viel schneller bin als Sie. Ich schlage vor, keiner von uns tut was Unüberlegtes. Was erwarten Sie von mir? Ich bin nur eine Chemikerin. Ich möchte Sie warnen, in Ihrer Branche kommt es häufig dazu, dass Beteiligte irgendwann verletzt werden. Oder schlimmer. Meistens durch Leute wie mich. Oder schlimmer. Nicht schlecht. Ihr Produkt tötet Menschen. Ich gehe erst, wenn es nicht mehr möglich ist und Sie werden mir helfen. Sie stellen etwas her, das Menschen tötet. Ich gehe erst, wenn das nicht mehr möglich ist. Und Sie werden mir dabei helfen. Warum sollte ich Ihnen helfen? Menschen haben das Recht, sich von der Welt loszulösen. Ihr Geist und Ihr Körper gehören Ihnen. Warum sollte das nicht mehr möglich sein? Die Lage in Prag ist nicht gerade rosig. Ich sage nicht, dass Neon daran schuld ist. Aber es hilft auch nicht. Mir nicht, Ihnen nicht, niemandem. Ich bin zwar clever, aber Sie kennen dieses Labor besser als ich. Bitte, helfen Sie mir. Sie haben recht. Drogen sind nicht der Weltuntergang. Im Gegenteil. Der Regenbogen gehört zu den wenigen Dingen, die uns noch aufrechterhalten. Warum wollen Sie das mir und den Menschen wegnehmen? Okay, ein Omega. Umgekehrte Psychologie. Ich weiß gar nicht, ob ich Ihre Hilfe wirklich brauche. So wie es aussieht, muss ich nur ein paar dieser Tanks zerschießen. Jeder Affe mit einer Knarre könnte das. Sie meinen die Reaktoren? Das ist nicht Ihr Ernst. So rücksichtslos können Sie nicht sein. Oder doch? Warum nicht? Ich will die Produktion von Neon unterbinden. Die ganze Operation sabotieren. Meine Lösung klingt doch gut. Sie würden uns alle umbringen. Bitte überlegen Sie sich das nochmal. Bitte! Sehr, 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 sehr omegaige Person. Die Person weist den unbedingten Willen auf, sich und ihre Interessen um jeden Preis zu verteidigen. Sie wird jegliche Verantwortung zurückweisen, weil sie befürchtet, damit ihr Selbstwertgefühl zu opfern. Man kann sie zwar überreden, auch das Leben anderer in Erwägung zu ziehen, aber das ist für sie kein natürlicher Standpunkt. Also, wieder umgekehrte Psychologie. Ich denke zu viel nach. Ich bitte eine Möchtegern-Chemikerin um Informationen, die sie vermutlich nicht hat und die ich vor allem nicht brauche. Böse Sachen im Tank, Tank zerstören. Ist eigentlich ganz einfach. Ich sage Ihnen, was erschreckend ist. Giftexplosionen. Neon lässt die Leute Regenbögen sehen, aber in den Reaktoren sind gar keine. Gott, Sie würden das wirklich durchziehen, oder? Bitte, ich mache alles, aber schießen Sie nicht auf die Reaktoren. Sie treffen die richtige Entscheidung. Was genau brauchen Sie von mir? Tja.
Sie sind die Expertin. Ich löse wahrscheinlich nur eine Explosion aus, die keiner von uns will. Also lehne ich mich zurück und sehe zu, wie sie ihre Operationen für mich sabotieren. Ich will wissen, wie ich den Syntheseprozess stören kann. Vielleicht die Reaktoren sabotieren, ohne dass uns alle töten. Nö, mach mal selber, Drogenherstellerin. Sie sind die Expertin. Ich löse wahrscheinlich nur eine Explosion aus, die keiner von uns will. Also lehne ich mich zurück und sehe zu, wie sie ihre Operation für mich sabotieren. Es ist nicht meine Operation. Eher eine Kollektivsache. Ich bin nur eine Chemikerin. Eine Chemikerin, die sicher kann, worum ich sie bitte? Ja, kann sie. Ich kümmere mich darum. Aber stehen Sie nicht im Weg. Sehr gutes Mädchen. Schade, nicht ganz ein Level-Up geworden. Dafür liegt hier Geld. Sie sehen aus, als hätten Sie das nicht nötig. Und hier liegt ein Multitool und hier liegt ein PDA. Den lesen wir gleich mal. Harmony Knappcover, Neon Reactor Codes. Es war ziemlich stur von dir, die Neon Reactor Codes zu behalten. Du sagst, das dient nur unserem Schutz, dass nur du weißt, wie man die Reaktoren sicher betreibt. Aber das ist Schwachsinn, Harmony. Tschernobok sieht das übrigens genauso. Dein Wissen hält dich nicht ewig am Leben, schon gar nicht, wenn wir herausfinden sollten, dass du das Produkt nach draußen schmuggelst. Mach keine Fehler, das Labor gehört uns, den Dwellis, genau wie du, Mikael. Ja, also die war natürlich auch nur ein Spielball, aber das ist natürlich in dem Fall für uns ganz hervorragend gewesen, denn wie ihr seht, haben wir sie einfach selber manipuliert. Gut, damit hat sich dieses Neon-Problem höchstwahrscheinlich ein für alle Mal in Luft aufgelöst für uns. Das freut mich ungemein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde sagen, an dieser Stelle, bevor wir uns auf dem Rausweg machen, weg von diesem schrecklichen Ort hier underground, machen wir Pause für heute, oder? Deus Ex Human Revolution, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es hin und wieder mal ein bisschen holprig ist, aber ich muss mich da halt immer so ein bisschen reinfuchsen und umso schöner ist es doch dann, wenn es am Ende klappt. Hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Deus Ex Mankind Divided, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ihr solltet es nicht verpassen, wenn es hier weitergeht. Ich weiß, wir machen nur Nebenaufgaben, aber die erzählen ja alle recht nette Geschichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Werden uns aber demnächst wirklich mal wieder um die Hauptstory kümmern. Ich schätze, da gibt es auch ein paar mehr Erfahrungspunkte und dann kommen wir vielleicht mal mit einem anständigen Boost zu den Fähigkeiten, die wir brauchen, um dann auch mal wirklich die anderen Nebenaufgaben angehen zu können. Ich freue mich auf alles, was passiert. Ich habe Spaß an diesem Spiel. Ich hoffe ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.